Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu The Division 2. Heute geht es um das letzte erhältliche Set im Spiel, oder besser gesagt, von den drei neuen Sets, die mit dem großen Inhaltsupdate-Teile besser gekommen sind. Erhaltet ihr ja zwei Sets ganz normal als Drops von Gegnern, das heißt oft genug Black Task umhauen, dann kriegt ihr die beiden Sets beisammen. Hardwired ist da ganz anders, fest verdrahtet soll es eigentlich auf Deutsch heißen. Allerdings wird im Spiel trotzdem der englische Ausdruck genutzt. Um das Set zu bekommen, müsst ihr ein Projekt abschließen. Ihr habt das bei euch unter Projekten, das sogenannte Hardwired-Projekt. Und das wiederum bedeutet für euch eine Menge Grinderei, sage ich mal auf jeden Fall. Zum Anfang hieß es, ich habe es irgendwo gehört, es gebe angeblich eine 50%ige Drop-Chance für die benötigten Komponenten, um A, erstmal die Blaupausen zu erhalten und B, ja, dann die Sachen auch herzustellen. Wir sind hier gerade hier in einer Hauptmission und hier seht ihr, Hardwired M-Komponente habe ich erhalten. Das ist hier momentan die letzte. Das solltet ihr euch unbedingt merken. M, C, B, G, H und K. Wo ihr das bekommt, schreibt euch das am besten auf. Macht das Video kurz auf Pause. Zum Anfang, wo ihr das Projekt habt, kriegt ihr es noch angezeigt. Da kriegt ihr es noch angezeigt, wo welche Komponenten droppen. Also genauso wie sie angefordert werden, ist dort halt auch die Reihenfolge der Missionen, die ihr machen müsst. Wenn ihr alle Teile beisammen habt und dann spendet, dann erhaltet ihr alle Blaupausen auf einmal. Um das komplette Set herzustellen, benötigt ihr 60 Hardwire-Technologie. Ihr könnt aber nur 30 tragen. Das bedeutet, in dem Moment, wo ihr endlich alle Blaupausen beieinander habt, könnt ihr trotzdem noch nicht das komplette Set herstellen, sondern ihr müsst erst nochmal die Komponenten farmen. Und ihr müsst natürlich auch dann nochmal die MCEB und so weiter Komponente farmen. Ich habe hier teilweise schon was zusammen, sieht man daran hier momentan. Ihr seht, M-Komponente habe ich nicht verfügbar. Das ist also jetzt direkt, nachdem ich endlich die Blaupausen habe. Allerdings diese Komponente, die B-Komponente, habe ich zweimal fallen gelassen bekommen. Das bedeutet, das kann ich gleich direkt herstellen. Also die Komponenten braucht ihr, nachdem ihr die Blaupausen gehabt habt, alle nochmal. Und ihr braucht halt insgesamt 60 Hardwire-Technologie und ihr könnt nur 30 tragen. Das bedeutet also, dass ihr Maximum in dem Moment halt 30 beisammen haben könnt und auf alle Fälle nochmal los müsst, um dann die weiteren 30 euch zu besorgen. Also, wie gesagt, 50% Dropshots angeblich. Ich habe 2 Tage damit verbracht, Missionen zu machen. Ich habe wirklich 2 Tage Missionen gemacht. Also mir hing es schon ehrlich gesagt sonst wo raus. Oder ich habe einfach ein extremes Pech, was Drops betrifft. Ich habe also Hotel Washington zum Beispiel, ich glaube, mindestens 20 Mal gemacht. Mindestens 20 Mal gemacht, bis ich meine erste Komponente hatte. Und dann beim nächsten Mal hatte ich Glück. So, wenn euch noch was fehlt, dann heißt es ab in die Dark Zone. In der Dark Zone. Die Besetzte hier mit dem Schwert, also das wechselt, welche das ist. Ihr müsst in die Besetzte oder ihr solltet in die Besetzte hinein, um Hardwired Technologie zu farmen. Denn dort rennen Black Task rum. Das bedeutet, ihr könnt entweder mit Freunden gemeinsam Wahrzeichen machen oder ihr rennt halt solo rum und macht Patrouillen. Das kann ich euch einfach ja am besten empfehlen, um Technologie zu farmen. Da ist die Dark Zone wirklich der beste Ort, um das zu machen. Und wie gesagt, ihr müsst die Besetzte auswählen, um dort dann, wie gesagt, Black Task Gegner zu haben. Ihr seht das hier auch an den Wahrzeichen, steht jeweils dran, Fraktion Black Task. Entweder Wahrzeichen machen oder Patrouillen und dann habt ihr relativ schnell die 30 Komponenten beisammen. Hier sehen wir es nochmal. Ich habe jetzt hier noch diese 3 Gegenstände, Brust, Holster, Knie und hier die entsprechende Technologie, so dass ich jetzt die letzten 3 Items craften kann und wir dann das komplette Set haben. Das ist also der Weg, wie ihr das Set bekommt. Ist es den Aufwand wert? In meinen Augen nein. Wir werden gleich nochmal drauf gucken. Auf die einzelnen Werte, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich wollte das Ding sowieso einfach haben, der Vollständigkeit halber. So muss ich es einfach sagen. Aber die Arbeit war es in meinen Augen nicht wert. Wie gesagt, man kann auch Glück haben, dass das Ganze viel, viel schneller geht. Angeblich, wie gesagt, 50% Dropchance glaube ich nicht. Denn nach 20 Versuchen im Hotel lande ich eher bei 5%, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das war die, ja, Möglichkeit, wie ihr das Set zusammenbekommt. Ich hoffe, das kleine Video hier hat euch geholfen, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen.
Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr hier weiter nichts Neues. Und ansonsten kann ich euch nur im Gegensatz zu mir ganz, ganz viel Glück wünschen bei den einzelnen Drops. Ich werde gleich nochmal hier kurz natürlich das komplette Set an der Seite durchscrollen. Hier sehen wir es. Jetzt haben wir es komplett an, alle 6 Teile. Und dann sehen wir hier auch gleich nochmal die Eigenschaften, die es hat. Und ob die es wert sind, ist wie gesagt ein bisschen fraglich. Das muss jeder selber wissen. Gut, 20% Fertigkeiten Lebensenergie, also eure Fertigkeiten leben länger. Eine längere Dauer von Schock, mehr Fertigkeiten Stärke. Was nett ist, ist natürlich dieses Elektrisieren. Wenn ihr ein Geschütz schmeißt, ne, und dann kommt mal wieder jemand und will das Ding wegtreten, kaputt machen, dann wird er halt geschockt. Und der Schock ist auch noch 20% länger, dadurch, dass wir das Set tragen. Und dann haben wir noch die Rückkopplung. Kills durch Fertigkeiten setzen den Cooldown der anderen Fertigkeit zurück. Ah, auch nicht so eine Sache, die man so unbedingt super Sahne immer ready hat oder braucht, je nachdem natürlich, welche Fertigkeiten man ausrüstet. Müsst ihr selber entscheiden, ob das Set was für euch ist oder nicht. Wie ihr es bekommt, das wisst ihr jetzt auf alle Fälle. Und ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.